Genau, wie wir schon gesagt haben, wir müssen jetzt leider unsere netten Partner da ein bisschen unsanft raushauen, aber die müssen ja noch in die Autos, weil jetzt geht's nämlich los. 58 Runden Grand Prix und das sind, eine Runde sind 5,303 Kilometer lang. Noch so zur Info. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau stimmt, wir haben das vorher nicht ausgemessen, aber jetzt halt, wie gesagt, mit dem Grand Prix langsam los und eben wir da die Leute hier noch unnötig aufhalten. Ja, ich hätte jetzt auch noch Fragen ohne Ende stellen können, so, aber du hast angesprochen, hier sehen wir schon, die Ampel ist jetzt grün in der Boxenausfahrt, das heißt, die Fahrer dürfen jetzt also raus, das tun jetzt ja auch schon die ersten, um in die Startaufstellung zu fahren. Interessant wird übrigens auch jetzt sein, dass wir jetzt nämlich Simon dabei haben, eben der Teamkollege von Benjamin Köhler im Ferrari. Ist eigentlich auf dieser Position ein anderer angemeldet, so wie ich das hier jedenfalls in den Anmeldungen sehen kann. Da ist nämlich, jetzt habe ich genau wieder zugemacht, ein Rainer Heinke angemeldet. Wahrscheinlich ist eben dieser Simon halt dieser Testfahrer. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, ich weiß es jetzt nicht. Und wahrscheinlich gab es da deswegen vielleicht der Grund, warum er das Qualifying nicht mitfahren durfte. Vielleicht hat er da zu wenig testen können, um sich da zu spät halt drauf einstellen können. Oder weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall eine Sache, die wir vielleicht auch nochmal später fragen könnten oder klären könnten. Auf jeden Fall ist er jetzt dabei, das Ferrari-Team damit jetzt komplett. Genau, so. Und während ich mir jetzt diese, sind die Kamera hier zurecht suche. Genau, jetzt haben wir ihn wieder. Hier haben wir noch ein bisschen was von der Strecke, da können wir noch ein bisschen was, wenn wir nicht gerade nur Tribünen haben. Genau, hier haben wir noch, sind wir jetzt gerade in Sektor 2. Das ist jetzt noch so ein bisschen die Linkskurve, da würde ich sagen, das, wo es recht weite Auslaufzonen gibt, sind wir noch in der Auslaufzone. Wir haben jetzt leider nicht so wunderschöne Fotos von der Strecke, sondern eher so ein bisschen von der Landschaft. Außenrum, da sehen wir noch mal links die ganzen Fahrzeuge. Und auf Start und Ziel einfinden. Hier sind wir bei Start und Ziel. Da müssten wir, glaube ich, wenn ich den Rasen sehe, schon wieder einmal rum sein um die Strecke. Schade, dass es hier nicht solche schönen Kameras gibt. Bei manchen Strecken hast du wirklich wunderbare Kameras, wo du die ganze Strecke noch so ein bisschen erklären kannst. Haben wir leider jetzt hier in Melbourne nicht. Von daher müssen wir das dann nochmal onboard machen, wenn wir im Rennen mal so ein bisschen Zeit dazu finden. Jetzt geht's erstmal los. Da haben wir definitiv keine Zeit, uns irgendwas anderes noch anzuschauen. Ja, also Christian Brosch hat sich jetzt hier gerade gestellt. Ferrari fehlt noch von Benjamin. Holzhitter. Ja, für den Auftakt hier in Melbourne. Also, auf jeden Fall schon mal wissen wir jetzt. Also, Christian startet in Fahrtrichtung, also rechts. Heißt, auf der etwas unsauberen Fahrbahn. Jetzt sind sie auch alle da. Ja, jetzt kennen wir das Spielchen, nicht wahr? Einführungsrunde, erstmal die Reifen zusehen, dass man die irgendwie auf Betriebstemperatur bekommt. Das gilt natürlich genauso für die Bremsen. Wahrscheinlich dann auch mal mit schöner Bremse einfach gefahren. Und ja, dieses Zackfahren gehört eben genau dazu, um eben die Reifen ein bisschen auf Temperatur zu kriegen. Das ist nämlich ganz wichtig, und eben gesehen, den einen oder anderen Startversuch da, ich glaube, das war von einem Mercedes, der ist ja noch nicht so ganz geglückt, aber jetzt gleich muss es eben passen. Geht's nämlich in die allererste Runde, in die allererste Kurve hier bei der F1 Racing League. Wir fahren jetzt, wir wird gestartet, doch in die 10. Saison übrigens mittlerweile schon. Also die Jungs haben hier richtig Erfahrungen hier, was eben dieses Liga-Leben betrifft und überhaupt Racing. Also Racing hat hier schon regelrecht Tradition, und für alle diejenigen, die da irgendwie Interesse haben, da einfach mal vorbeizuschauen, dann macht das doch bitte einfach mal und schaut vorbei unter www.f1-racingleague.de und da werdet ihr dann alles Wissenswertes erfahren über diese Liga, und bei Interesse bewerbt euch doch einfach mal. Genau, und man sieht ja wirklich, dass es hier sehr, sehr eng zusammengeht, und im Rennen wird man auch sehen, dass es wirklich sehr, sehr spannend hier ist und es auch wirklich Spaß macht.
Oh Gott, man, wir sind so durchs Feld. Jetzt haben wir ja in der Einführungsrunde noch ein bisschen Zeit, das alles anzugucken. Was man natürlich wie in der ersten Form, oder besser wie in der echten Form sagen muss, DRS ist erst ab der dritten Runde erlaubt und dann auch in der DRS-Zone und die befindet sich auf Start und Ziel. Ansonsten kann man jetzt nicht den Hügel mal einfach so nach Belieben aufmachen, sondern erst ab der dritten Runde und auf Start und Ziel. Und wenn du den gewissen Abstand von einer Sekunde hast. Ist es. Also die Fahrer finden sich jetzt hier wieder ein. Die Ersten müssen warten. Das ist auch immer dieses Spielchen, nicht wahr? Als Erster hast du natürlich immer die lange Wartezeit. So, jetzt sind sie alle da. Ja, und du hast die Verantwortung, dass da deine Reifen losfahren. Jetzt sehen wir die Ampel ja genau. Gleich geht's los mit dem Saisonauftakt. Und jetzt geht's los. Und sehr, sehr gut weggekommen. Dann am Start ging es ja gleich richtig los. Müssen wir uns gleich nochmal angucken. Platz 18 und Platz 19 sind das jetzt derzeit. Und wir hören das noch ein bisschen hier vorne an. Ui! Oh, Benjamin, der Weltmeister hier ein Problem. Oh Gott, oh Gott. Oh, 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 oh. Und dann nimmt er direkt einige mit. Also ich würde mal sagen, Full Strike für ihn. Also da hat er jetzt hier richtig reingehauen quasi. Das haben wir jetzt gleich erst nochmal. Ja. Den Start nochmal an. Das sind wir derzeit mit ihm hier. So ein bisschen erstmal sammeln. Ein bisschen interessant. Jetzt kommen sie da alle erstmal. Also das riecht ja schon fast nach Rennabbruch. Ja, wir schauen uns das Ganze mal bei ihm onboard an. Da geht's los und jetzt davon kommen die... Und er dreht sie einfach weg, zu sehr aufs Gas und jetzt kommt die ganzen Massen. Bei ihm kam jetzt nicht wirklich was dahinter. Was war's? Jetzt müssen wir uns mal... Jetzt suchen wir uns nochmal. Der Benjamin ist derzeit auf Platz 18. Ich mal hin. Da haben wir ihn. So, jetzt müssen wir da jetzt ein bisschen, ich entschuldige mich dafür, dass wir jetzt ein bisschen zurückspulen müssen. Es ist leider nicht anders möglich bei R-Faktor. Wir haben nur ein gewisses Zeitfenster, von daher jetzt mal die Teile und alles so ein bisschen rückwärts fahren lassen, auch die Autos an sich. Auf jeden Fall, man sieht an dem Auto, ist alles kaputt. Das ist ein Dreirad, ich glaube, die Achse sogar vorne ist gebrochen. Sehen wir das noch ein bisschen, wie er sein Auto schleppt. Erstmal Ort ist so, jetzt kommen sie alle an. Und jetzt lassen wir das Feld noch ein Stückchen hinter vorn. Aus der Kamera. So, jetzt sehen wir das Ganze. Jetzt können wir das Ganze nochmal rekonstruieren bei uns. Da gab es jetzt einen kleinen Schubser da vom Hintermann. Jetzt flieht er ab. Jetzt hat er keine Chance gehabt, das Auto irgendwie zu halten. Jetzt kommt noch der Querpendler. Ja, und jetzt. Er war mit allen Reifen tatsächlich auf dem Grün, Alter. Mit allen Reifen auf dem Grün, das sieht man uns. Traktion auf jeden Fall war weg. Wenn wir jetzt noch Onboard schalten. Ja, ja. Jetzt guckst du da wirklich wunderbar in die Masse rein und siehst, wie noch alles auf dich zukommt. Dann nimmt der einen mit, dann nimmt er den nächsten mit, der andere nimmt noch einen mit. Jetzt lenkt er ein bisschen quer und dann nimmt er fast wieder noch einen mit. Also da hat er noch jemanden mitgenommen. Da ist das Vorderrad weggefahren. Durch einen kleinen Querlinger, den er gemacht hat, ist noch das Vorderrad bei ihm da weggeflogen. Ja, also hier gibt's keine Möglichkeit, sich zu verdünnisieren. Jetzt sah es so aus, ja. Genau. Und ja, ist also jetzt, der Weltmeister aus dem Rennen auf jeden Fall. Ja, er hatte es angekündigt, das Rennen hätte er die ersten drei, die wir eben hier hatten, wo er dachte, dass er auch die ärgsten Konkurrenten werden fürs Rennen, aber das Rennen ist jetzt beendet für ihn. Er kann sich das jetzt aus der Boxengasse zu sehen bzw. hier im Livestream verfolgen, denn das Rennen wird nicht neu gestartet. Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, weil es war ja tatsächlich ein Massencrash, den wir hier gesehen haben. Aber da sind die Administratoren, Entschuldigung, knallhart und die lassen das hier weiterfahren. Und Jonathan damit also jetzt der Führende. Und ja, wir hatten es angesprochen, Trainings-Weltmeister-Team, hier das Lotus Renault GP-Team. Nämlich sein Teamkollege Robert Schweda ist hier nämlich aus dem Nichts natürlich jetzt hervorgespielt worden durch die ganzen Probleme, die wir eben gesehen haben, ist nämlich jetzt auf Position 2. Und eine kleine Richtigstellung muss ich natürlich auch noch machen, da habe ich eben den Simon versehentlicherweise in Ferrari-Diensten gesehen, das stimmt natürlich nicht. Er ist in Scuderia Toro Rosso unterwegs, Entschuldigung, dass ich hier die Namen durcheinander gebracht habe, aber diese Saison ist wohl auch noch neu und wir sind jetzt wieder live dabei. Genau, wir haben jetzt schon drei Fahrer raus. Wir haben jetzt den Johann Fleck, den Benjamin Köhler und
den Andreas Bialik. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die einfach so hochzerren. Ich würde sagen, die hören uns bestimmt, wenn ihr ein bisschen runtergekommen seid, weil das ist wirklich, wenn du da nach dem Rennen so am Start gleich rausfliegst, da bist du einfach auf 180 und wenn du da jetzt die Leute gleich ansprichst, das gefällt nicht dem einen oder anderen. Von daher würde ich euch bitten, wenn ihr Lust habt, klickt euch uns mal ganz an, dann befragen wir euch zu der ganzen Sache. Ja, das ist ein schöner Kampf. Richtig knapp geht's hier zur Sache. Also, Robert Schweder wird hier schon gejagt. Also der Zweitplatzierte hier von Jan Wenninger. Vorne vorausfahrend sehen wir also im Lotus den Robert. Und Jan kann hier wahrscheinlich ein bisschen schneller. Er drückt hier schon ganz gut und hier drückt er zu viel. Ja, ich wollte sagen, also ein bisschen zu viel gedrückt. Also, und dahinter ist schon wieder jemand, schon Platz 4 wieder. Christian Brosch dahinter. Ja, Christian Brosch durch den Anfangs-Tohuwabohu da ein bisschen zurückgefallen auf Position 4. Aber er kann froh sein, dass er überhaupt noch dabei ist, nach diesen Querelen, die wir da am Anfang gesehen haben. Also da haben wir gesehen, also dass der Benjamin da ganz früh raus war, hat er wahrscheinlich einen Schubs bekommen da von Jonathan eben, so wie wir es gesehen haben. Und so jetzt greift der Christian an. Ja, da haben wir ihn jetzt auch. So, die Heckkamera bei mir gekommen, also jetzt ein kleines bisschen weiter, schauen wir uns die ganze halt dann aus Onboard oder was ist da los? Da wollen einige Boxen fahren und ja, das ist jetzt ist irgendwas, was wir so ein bisschen verpasst haben. Was war das? Jetzt weiß ich auch nicht. Bei uns zeigt es eine grüne Flagge an, hier vorne staut sich jetzt ein bisschen das Feld nebeneinander, das ist jetzt ja, und du nicht einer fährt sogar vorbei, da einer fährt noch rüber. Also das ist jetzt so ein. Da gibt es sogar noch einen kleinen Rempler. Also das ist jetzt ein bisschen verwunderlich. Wir wissen jetzt gerade nicht, was da passiert. Also das sieht mir jetzt nach Safety Car aus, ohne Safety Car. Also, aber ich meine, die Autos sind weg, warum machen wir da jetzt ein Safety Car? Also. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine nur jetzt von der Pace her, weil das jetzt Feld so extrem eingebremst wird vom Jonathan, vom Führenden. Der hat auf jeden Fall schon einen Schubser gekriegt. Wahrscheinlich haben wir keinen Safety-Car-Fahrer hier. Der ist also jetzt der Führende, also hat jetzt die Dienste wahrscheinlich des Safety-Car-Fahrers übernommen, so wie ich das hier sehe, weil er jetzt hier das Feld extrem einbremst. Da sehen wir auch die Fahrer dahinter, die machen halt diese obligatorischen Wiedereinführungsrunde, halt dieses Rechts-Rings-Zickzack-Fahren, Reifen auf Temperatur halten. Also haben wir jetzt Safety-Car-Phase auf jeden Fall. Du hast es angesprochen, wieso, warum? Die Autos sind eigentlich weg. Das Rennen wurde schon wieder aufgenommen. Lange. Das ist jetzt tatsächlich sehr verwirrend. Ja, schauen wir mal, was wir da jetzt noch so schönes erleben, ob das dann vielleicht auch wieder losgeht. Oder, ja, ich denke mal, Rennabbruch werden wir jetzt nicht sehen. Aber mal schauen, wie gesagt. Jetzt haben wir auf jeden Fall das ganze Feld wieder schön angebremst. Wenn es jetzt wirklich bald wieder losgeht, wird es richtig spannend werden. Na gut, schauen wir mal. Wir haben jetzt erst 4 Runden weg. Gucken wir mal, DRS ist jetzt erlaubt. Quasi, wenn es wieder losgehen würde. Wir sind 3 Runden nach Rennbeginn. Ich weiß es nicht genau, wie das jetzt mit den gelben Flaggenregeln ist. Wenn wir Safety Car hätten, dann hätten wir jetzt auch erstmal ein paar Runden DRS-Verbot. Jetzt weiß ich nicht genau, wie da diese Regel jetzt ausgelegt ist, weil, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, dass da ein Formel 1 Auto jetzt Safety Car spielt. Also ich denke mal, das Feld wird hier trotzdem ganz einfach eingebremst. Natürlich, die Wrackteile sind schon lange aus dem Weg geräumt, aber durch diesen Riesenunfall hat es natürlich hier einige Verschiebungen gegeben und das Feld ist aber auch ein bisschen auseinandergerissen, dadurch eben, dass man sagt, alles klar, wir bremsen das Feld durch diesen Unfall einfach jetzt nochmal ein. Da kriegt der Jonathan wahrscheinlich dann einfach über Funk gesagt, beziehungsweise wie alle Fahrer, wann es wieder losgeht, das werden wohl alle Fahrer wissen, aber Jonathan halt eben, da eben der Führende ist, jetzt in der Rolle des Safety-Car-Fahrers und dann darf er dann auch quasi das Tempo wieder vorgeben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen komisch für uns, wir können nämlich jetzt nicht sagen, wie lange die Safety-Car-Phase dauert, aber das werden wir wohl dann einfach sehen. Der Jonathan wird dann wieder Gas geben in der jeweiligen Runde oder vor Abschluss der jeweiligen Runde. Und dann, was war denn das jetzt da hinten? Also das sah jetzt alles ganz komisch aus. Ja, und das war Christian Brosch, oh nein. Das sah jetzt richtig komisch aus. Das ist erst derzeit, jetzt ist er Platz 14. Ja, ist jetzt 14, genau. Also, Jetzt fahren sie auf jeden Fall alle in die Box. Wir schauen uns vielleicht nochmal die Sache mit Christian Brosch an.
haben wir ihn. Also sich das da wahrscheinlich, die fahren jetzt alle in die Box, also das sieht wahrscheinlich doch nach Neustart aus. Haben wir es nochmal anzunehmen, hier bei raus beschleunigen. Ja, ein bisschen gepennt und hinten drauf gefahren. Er hatte wahrscheinlich, war er im Motoren-Setup-Programm, hing er gerade, wollte wahrscheinlich ein anderes Setup fahren für den Motor, um den ein bisschen zu schonen vielleicht oder um Sprit zu sparen. Jetzt fahren sie alle rein, also das ist jetzt wirklich verdächtig nach Rennabspruch, jetzt sind auch sozusagen, jetzt haben fast alle bei mir ein DNF, jetzt haben schon 7 Fahrer DNF. Ja, also das wird wohl das Rennen neu gestartet, ja, für jetzt haben wir aber... Jetzt haben wir... Ja, jetzt werden wahrscheinlich die Setups durchgeschaltet, nochmal ins Warm-up, jetzt müssen das Rennen gehen, also wir haben ein Rennabbruch sozusagen, lebt Glück, die ausgefallen sind, richtig Glück, also zum Beispiel für Benjamin Köhler richtig Glück. Das wäre für ihn vorbei gewesen. Sind es noch 10 Minuten? Allerdings das Q3 von vorn gewesen sein, die 10 Minuten, aber wahrscheinlich kann man das jetzt einfach wieder überschalten. Ja, Glück also für das Benjamin, ist wirklich, aber Pech natürlich auch für Leute wie Jan Wenninger, da ja, das stimmt, schon ein bisschen erkämpft haben, nach vorne fahren konnten. Glück auch für Chris in dem Fall, weil er hat zwar auch nur, hat zwar 2 Plätze verloren gehabt, war aber dran und hat aber jetzt in dieser komischen Safety-Car-Phase, die wir gerade gesehen haben, auch nur das Auto mehr oder weniger weggeschmissen, also auch Glück für ihn. Ja, eben, so jetzt, also ich muss sagen wirklich, dass das ein Saisonauftakt danach, ich will nicht sagen nach Mars, aber man hat erstmal alles dabei gehabt. Wir haben schon vorhin angesprochen, die erste Kurve, die wird knifflig und ja, Benjamin zeigt uns, wie knifflig sie werden kann. Also da kann ja wirklich eine richtige Massenkarambolage entstehen. Jetzt haben wir wirklich einen Neustart, also jetzt ist na, Schluss mit Spekulieren. Die sind immer alle in die Box. Ich frage mich bloß, warum sie nicht beim ersten Mal direkt in die Box gefahren sind. Wahrscheinlich, um das ganze Feld noch ein bisschen hinter sich zu stauchen, dass es wirklich auch der Letzte mitgekriegt hat. Wir fahren jetzt in die Box da rein. Ja, leider werden wir nicht informiert hier von der Rennleitung, was sie sich jetzt genau dabei denken. Das wäre natürlich für uns einfacher, das zu kommentieren, aber wir haben jetzt hier auch nur die Bilder. Aber ja, so sieht ganz danach aus. Also das Rennen wird ganz neu gestartet, auch mit der kompletten Rundenzahl. Also steht wieder 58 von 58 Runden. Genau, die letzten Runden machen wir sozusagen vergessen. Na gut, eigentlich waren es wirklich nur 2 Runden und dann... Ja, dann war ja schon die letzte Runde mit diesem nur noch in die Boxengasse hineinfahren. Da resetten wir einfach mal. Das ist ja halt das Gute, das ist im Simracing möglich. Im Wirklichen wird das jetzt neuerdings ein bisschen schwieriger, da man nicht so viele Ersatzautos hat. Da halt eins geschrottet hast und dein Teamkollege noch eins, dann muss einer laufen. Gut, jetzt im Simracing, aber wie gesagt, jetzt ist gut. Wir drücken jetzt einmal auf Reset, starten den Grand Prix und das Saison sozusagen noch einmal neu. Mal schauen, ob es jetzt am Start ein bisschen besser klingt. Also es war wirklich schon ziemlich heftig. Und der Benjamin konnte nicht unbedingt was dafür. Also ich meine, der ist zwar da auf die Wiese gekommen und dann hat er den Schubser gekriegt. Und während des Schubsers sind schon 3 Autos in ihn reingefahren. Also ja, passiert am Start. Da hat keiner irgendwie eine Chance zu reagieren. Und dann passiert trotzdem sowas. Ja, er hat einen Schubser bekommen. Wir können aber jetzt nicht sehen, ob derjenige, der geschubst hat, nicht auch sogar einen Schubser bekommen hat. Ja. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Das hätte ja auch sein können. Das muss ja nicht unbedingt die Schuld von ihm gewesen sein. Ja, dann kam er auch von Wiese und von daher, ach, das ist, ja, wir lassen das jetzt vergessen. Wir haben sowieso ein neues Rennen sozusagen. Absolut. Jetzt hoffen, dass es dieser besser wird. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall Platz 1. Ja, wie gesagt, Neustart, jetzt müssten sie dann auch gleich sich einfach auf Start und Ziel befinden. Dann bin ich gespannt, was jetzt passieren wird. Ach, schade natürlich auch für das Lotus-Team. Ja, die waren auf 1 und 2. Genau, weil das ist hervorragend, haben sich da auch durchs Qualifying geboxt und jetzt hier durch dieses, oder vor dem Rennabbruch waren sie richtig gut dabei. So, jetzt haben wir davon das Einfinden, das Parken, eigentlich sozusagen nur bildliche Parken, weil das wird ja dann sowieso noch ein bisschen anders werden. Ja, sagen jetzt sowieso geparkt. Und dann geht's jetzt wieder in die Einführungsrunde hinein.
Dann fangen wir nochmal an mit Australien. Was gerade auffällt, dass jedes Auto andere Kameraperspektiven hat. Von daher ist es jetzt nicht immer so leicht, gleich die Heckperspektive. Zum Beispiel Red Bull hat ganz andere Kameraperspektiven als die anderen jetzt zum Beispiel habt. Da entschuldige ich mich schon, wenn jetzt bei Red Bull nicht unbedingt immer gleich so eine Heckkamera dabei rausspringt. Dann haben wir wieder was. Mal so ein bisschen im Mittelfeld. Da seid beim James. Groß India Platz 8. Da sieht man halt mal, wie aggressiv da die Reifen warm gemacht werden. Aber ich muss sagen, der Abstand bis zum letzten, der ist da relativ groß. Also. Dass du als erster gut ist, wenn du da so eine halbe Meile vorne wegfährst und wartest, bis alle anderen kommen, ich weiß es nicht. Wir haben ja eine Real Formel 1, hat es das ja auch schon, da gab es eine Diskussion, deswegen eine Fanglänge höchstens den Vordermann ziehen lassen, ansonsten gibt es eine Strafe. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Mal informiert und dann starten wir. In den großen Preis von Australien in Melbourne, wo du schon, wie gesagt, schon mal warst. Das. Ja, also Melbourne 2.0. Also suchen wir das jetzt nochmal über die Bühne zu bringen. Also wir haben es eben gesehen, der Start an sich bei manchen im Hinterfeld oder im Mittelfeld, da gab es direkt am Start einen Dreher, weil die Reifen nicht auf Temperatur waren und da zu eifrig am Gas hantiert worden ist. Und da hatten wir da schon den Quersteher, wollen wir mal gucken. Ampeln springen auf Rot und jetzt geht's los. Jetzt, der Ujo ein bisschen clever ist. Also Christian Brosch bleibt da fast stehen, der kommt ja gar nicht weg. Jetzt sind ja Benjamin das erste Mal. Ui, da bist du doch schon wieder. Meine Güte, der hat ja einen richtig guten Start gehabt und hat sich da auf Position 1 vorkämpfen können. So, schauen wir uns gleich nochmal den Start an jetzt. Genau, Jonathan, er hat erneut da mit ganz resolut und ganz hart gefahren von ihm. Und jetzt gab es dann gleich den Schubser da drüben. Also das ist jetzt schwierig. Da müssen wir mal zurückspielen, mal schauen von Jonathans Sicht aus. Hat er da jetzt zugefahren? Ja. Oh, möchte gerade so, wie ich das will. Dazu ein bisschen was. Wir spielen am besten nochmal zurück. Mal gucken, ob wir jetzt auch mal in Antwort hineinkommen. Jetzt. Ja, nee, das war die Kurve von Rai, da kann er ihm nicht so zumachen, da muss er schon Platz lassen, das geht also nicht. Also schon wirklich schon ein bisschen sehr optimistisch reingezogen. Ja, und dann gab es halt noch den Schubser von Benjamin, ja, und dann weg. Ja, und Benjamin wahrscheinlich jetzt erneut, vor allem mit Problemen wahrscheinlich, wenn er sich jetzt da die Nase nicht umgefahren hat. Wir sind live dabei. Ja, wir sind live dabei, also es scheint noch zu laufen für Benjamin. Oh Mann, erneut Unfall hier. Aber nicht, bei weitem nicht so schlimm wie vorhin. Nein, ja, um Gottes Willen. Aber Rai Lexus hier mit dem super Start gehabt wirklich gut weggekommen hier vor das India-Pilot. So, jetzt haben wir hier die erste Runde, ist absolviert. Führender ist Jonathan Yachin, also wie in, vor dem Neustart auch. Benjamin Köhler ist dabei, wieder. Hoppala. Da wurde es richtig eng. Und kleine Berührungen. Ja, also Jonathan Erchin auf Position 1, auf der 2 Benjamin Köhler, auf der 3 Lars Zunker, auf der 4 Jan Wenninger, auf der 5 Robert Schweder, auf der 6 Johann Black, auf der 7 Thomas Walter, auf der 8 Christian Brosch, da richtig zurückgefallen, auf der 9 Nils Weiß und die ersten 10 wird komplettiert von Andreas Bialik. Jetzt schön antwortet. Jetzt sehen wir mal, wie vorne, wie eng das eigentlich in dieser Kurve war. Also, das hat er schon wirklich mehr als angetrieben.
gekoppelt. Jetzt muss er, jetzt ist er so ein bisschen sich ansaugen lassen, weil gleich geht's auf Start und Ziel. Und da braucht er den Windschatten, wenn er dran vorbeikommen will. Platz 1 und 2 von uns auch hier. Wir bleiben jetzt erstmal noch hier. Der Fehler vorne, jetzt, ja. Lars Zunker, war das? Das ist gleich nochmal. So, da. Eine nächste Kurve. Achten wir mal aufs DRS, zu früh aufgemacht? Nein, das war. Nein, DRS funktioniert das ist ja noch gar nicht. Ist ja nicht. Noch gar nicht richtig. Und dann auch erst auf Doppelz hier mit dem Sekundenabstand, aber da, also, ja, halt zu ja. Früh aufs Gas wahrscheinlich, so. Ja. Er hat sich nichts gern Optionen, kam keine Attacke, schalten wir gleich mal noch vor Platz 2. Ja, das hat sich auch nicht irgendwas geändert, uiuiui, das geht auch richtig eng da zusammen. Dann noch mal ins Mittelfeld. Da ist nämlich derzeit so richtig die Post ab. Christian Brosch, der hatte da Startprobleme, der kam da gar nicht weg, das halbe Feld da ihm in ihm vorbeigefahren. Ja, also das ging natürlich gar nicht so wirklich vorwärts. Findet sich jetzt auf Position 8 wieder. Hey. Da haben wir jetzt einen schönen Zweikampf hier. Das ist so eine, ja, das war jetzt genau diese Kurve, die wir eben angesprochen hatten. Da hat er sich mal gezeigt. Und da zeigt es sich sogar daneben und. Ja. Also da noch reinzuziehen, das ist wirklich sehr, sehr optimistisch. Ich weiß nicht, ob er ihn gesehen hat am Rückspiegel, ob er sich vielleicht irgendwie verschätzt hat. Schauen wir mal, vielleicht noch der Call kommt wieder. Gerumst hat er auf jeden Fall hier an dieser Stelle. Schön im Windschatten bleiben. Ja, das war zu früh ausgezogen. Das ist zu früh ausgezogen. So schafft er es nicht jetzt vielleicht nochmal. Er muss ja im Windschatten bleiben, sonst. Sieht doch wirklich, die stehen da nebeneinander. Das ist und vorne, da kommt schon die nächste Attacke. Uiuiui, geht's auch richtig schön. Ja, also, ja. Christian Brosch hier wirklich mit Problemen. Christian Brosch da ganz geil. Also, wir haben es gleich nochmal an. Also, ist ja wirklich Wahnsinn, was da jetzt los ist. Ja, er findet sich da auf Stelle der Position, die er sich eigentlich jetzt nicht mit auseinandersetzen wollte an dieser quasi. Jetzt gab es den kleinen ersten Schubser, so jetzt zieht Brosch rüber. Ich weiß nicht, dadurch, dass er jetzt diesen Schlenker gemacht hat, ist sehr beschleunigt, steht da jetzt im Weg, fährt hinten drauf und ja. Dann haben wir jetzt die drei Situationen gehabt. Den Brosch dadurch jetzt einen Platz verloren, wollte eigentlich an Andreas vorbei. Nein. Wenn wir Platz 3 und Platz 4 ist das. Also am Thomas, natürlich. Derzeit geht es wirklich richtig. Und Platz 1 und Platz 2 sieht auch ungefähr genauso aus. Gleich noch. Na, davon sehen wir die beiden. Die fahren sogar jetzt nebeneinander. Bleiben jetzt mal noch mit den Kameras auf. Der ja, ist jetzt erlaubt. Wir haben es gesehen, der Flügel ist auf beim Benjamin. Ja, Jonathan fährt hier schon Kampflinie mehr oder weniger. Er hat da jetzt innen, bremst er jetzt schon an. Es wird jetzt richtig schwer werden für Jonathan, wenn jetzt der Benjamin den Flügel immer auf Start und Ziel aufmachen kann. Und wenn der Abstand da ist, ja definitiv da. Also das ist ja ganz, ganz knapp. Bei Zehntel, also da kannst du jetzt mal den Flügel auf der Geraden aufmachen. Dann wird es ganz, ganz schwer, das zu verteidigen. Wir haben jetzt schön Platz, einen Kampf. Platz 1, Platz 2, Platz 3, Platz 4. Dann fällt es ein bisschen ab. Platz 4 hat bereits 7 Sekunden Rückstand, Platz 5 sogar 12 Sekunden Abstand. Wir haben jetzt hier schön zwei Zweiergrüppchen jetzt. Hinten haben wir auch schön zwei Kämpfgrüppchen. Wir bleiben jetzt erstmal bei Platz 1 und Platz 2, weil da geht es nämlich jetzt gleich wieder richtig hart zur Sache. Robert Schröder, also auf Position 4, der Lotus-Pilot hier, kommt hier gut mit, auf jeden Fall wieder. Ist jetzt dran an drittplatzierten Jan Benninger. Aber wir sind jetzt dabei hier in der Heckansicht von Jonathan. Wir schauen auf den Weltmeister, der jetzt durch den Neustart nochmal wieder am Rennen teilnehmen darf, weil er hatte eben diesen Unfall gehabt und war eigentlich raus. Ja, und wurde neu jetzt muss man jetzt keinen Flügel aufmachen. Der war ein kleiner Fehler, aber jetzt kann er den Flügel aufmachen. Jetzt sieht man diesen Überschuss, den er da hat. Jetzt sind sie schon neben einem. Ganz hart von Jonathan. Also, das haben wir jetzt schon des Öfteren gesehen. Jonathan, der ist ein ganz harter Hund hier. Das ist nicht so einfach. Jetzt kann er nochmal aufmachen.
Oder geht da jetzt einfach nicht mehr zu, Leute? Nein, da können wir nochmal aufmachen. Das ist wahrscheinlich dann nochmal die... Warte. Genau, jetzt ist der Flügel wieder zu. Das ist aber jetzt seltsam. Der hätte ja eigentlich nicht... Ich glaube, das zählt noch mit auf als gerade. Das hat einfach jetzt nur ein bisschen den Anzeigefehler bei uns gegeben. Das sah nämlich auch so komisch aus, weil jetzt sieht der Flügel auch noch so aus, als wäre er auf und das ist er jetzt definitiv nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall durch den Flügel halt super Manöver. Jetzt schaue ich mal gerade weiter, wo geht's noch? Natürlich Platz 3 und Platz 4 hinten. Beiden. Und auch ganz, ganz eng, da muss ich jetzt unbedingt entscheiden. Platz 8 und Platz 9, nicht, dass sich die Zuschauer aufregen. Wir sehen ja nichts vom hinteren Mittelfeld. Oder hier haben wir zum Beispiel was. Hinteres Mittelfeld, Platz 8 und Platz 9. Und hat vorderes Mittelfeld ist das ja. Auch schön eng zur Sache. Ja, Christian Borsch auch mittlerweile wieder an diesen beiden, die wir jetzt sehen. Was ist vorbei? Vorbeigegangen, genau. Nochmal kurz an. Ich spule mal wieder ein kleines bisschen vor. Hier kommt der Fehler, hier zu weit, die Kurve wahrscheinlich zu weit angefahren, treibt sie ihn raus und dann, ja, jetzt fehlt der ganze Schwung und dann dahinter sogar noch einer, Maximum Christian Bosch müsste es gewesen sein, genau. Das ist jetzt auch dran. Ich bin jetzt eben dran, aber das dürfte nicht reichen, auch mit DHS, wenn man jetzt den Flügel aufmachen kann, reicht das nicht, um da vorbeizukommen. Doch jetzt sieht man richtig den Überschuss, den er hat, aber es, wie gesagt, das reicht einfach nicht dafür. Christian konnte sich jetzt also wieder ein bisschen nach vorne kämpfen, jetzt wieder auf Position 6, ist an dem Thomas und Timo und an Andreas sogar vorbeigegangen, die waren ja kurzzeitig beide vor ihm, nachdem wir dann diesen, dieses Gerangel da hatten. Und zwischen den beiden gab es Positionstausch, mal schauen, ob er sich den wiederholen kann. Ja, und den Platzer. Ja. Tatsache, also Robert Schweder, der neue Drittplatzierte, ist also an Jan Wenninger vorbeigegangen. Aber das ist jetzt schon fast zu viel für Discars, oder für DAS ist das jetzt schon fast zu viel. Dürfte er fast nicht mehr den Flügel aufmachen. Doch, kann er doch ist noch. Ist auf, zack. Ja, jetzt kommt er natürlich richtig noch an. Jetzt, wenn wir jetzt in die Hacker mal schalten, sehen wir jetzt wirklich am Ende gerade siehst du den Überschuss, aber es reicht halt nicht. Da kam auch ein bisschen quer. Wenn du siehst, du kommst nicht nah genug dran, dann heißt es wahrscheinlich auch sinnvoller, den rechtzeitig wieder zu machen. Hier haben wir was Schönes, hier haben wir was ganz, ganz Schönes mit unserem Freund Christian. Ey, das ist Tobias Zunker, Timo Müller und Andreas, also nicht. Jetzt haben wir hier sogar einen Ausritt gesehen. Mit Christian, aber Das ist im McLaren der Tobias nämlich unterwegs. Das ist nochmal an. Da zieht er raus. Ja, ein bisschen, ja, da waren sie beide sehr, sehr optimistisch da. Der Kurve, und dann geht's halt weiter raus. Lachender Dritte war natürlich. Aus India. Mal kurz. Bei Lexus, ja. Genau, Reiher Lexus. Lachende Dritte, in Anführungsstrichen, er hat ja da nach diesem Anfangsmanöver, er hat ja das Rennen für ein paar Sekunden lang angeführt. Und dann hat er sich gedreht. Beziehungsweise nach Kampfeinwirkung, um es mal so auszudrücken. Jetzt gucken wir gerade mal wieder vorne, wo unser Streit hin. Ja, ui, und da gibt es die Überholmanöver immer schon wieder zurück. Dank Flügel auf. Konter dürfte es jetzt nochmal geben. Und Christian Bosch ist schnellste Runde des Rennens 1:24.034 und außen herum. Außen herum überholt er hier nochmal, also Wahnsinn! Ja, und übrigens, wir haben einen neuen Führenden auch. Auch nicht mitbekommen, ich habe mich gerade gewundert, wieso Robert auf seinen eigenen Teamkollegen gerade aufholt. Ganz einfach aus dem Grund, weil Jonathan Zweiter ist. Also ein bisschen verpasst, ist zurückzuspulen, na gut, das ist jetzt nicht so. Einmal ist er noch bei dem dran. Entweder hatte Jonathan einen Fehler oder er hat Probleme, denn der
Abstand zum Benjamin jetzt 1,5 Sekunden angewachsen und Robert schien auch ein bisschen näher zu kommen, obwohl jetzt muss Robert aufpassen. Nämlich der Janis, ist ihm im Nacken, setzt ihn unter Druck. Ja, aber richtig unter Druck. Hat man so ein bisschen gesehen, wie das Heck da hinten rauskam. Ui, das wird jetzt ganz schnell. Auf Stadionziel wird das jetzt. Das ist ja spannend, dann muss ich davon irgendwas einfallen lassen. Jetzt kann er Kerstin, jetzt kann er den Flügel aufmachen. DRS heißt das Ganze, ja? Das. Jetzt muss ich mal, jetzt wird man gleich sehen, jetzt kommt er. Ab jetzt. Das ist mit angezogener Handbremse. Also Wahnsinn, da gab es noch einen kleinen Schubser und jetzt geht's doch wieder vorbei. Ja, das Auto wird natürlich extrem unruhig. Allzu viele Bewegungen sollte man natürlich mit fehlendem Heckspoiler dann nicht machen. Aber jetzt, das ist dann nicht vorbei. Jetzt klappt es nicht nochmal außenrum. Vorne hat das außenrum geschafft, dieses Mal doch nicht. Ja, super Rennsport von den beiden jetzt. Also, die fahren hart, aber fair. Wenn es auch mal so ein Schwung ist. Der ausschlaggebende Faktor hier. Ja, also das, was man will, will ja mit DRS halt diese Überholmöglichkeiten da wirklich auf der Geraden viel einfacher machen. Und das ist ja auch gelungen. Alexis hier mit einem Weltklasse-Aufholjagd. Der ist mittlerweile jetzt auf Position 9 mit der, ist dran an Timo jetzt auf Position 8. Und jetzt geht er wohl vorbei. Ja, schau, jetzt hat sich auf jeden Fall schon mal gezeigt. Auf jeden Fall, ja, also. Beim Rausbeschleunigen ist auch schon angedockt. Lass nicht übertreiben, er hat auf jeden Fall das schnellere Auto. Jetzt ist er auf jeden Fall außen vorbeigegangen. Beim Rausbeschleunigen einfach außen vorbei. Jetzt schauen wir gerade mal wieder auf Platz 3, weil die müssten jetzt schon fast auf Start und Ziel wieder sein. Jonathan wieder führender als Probleme bei Benjamin. Bei Benjamin Probleme. Gucken wir uns nochmal das jetzt hier an und dann schauen wir uns mal an, was jetzt bei Benjamin davon passiert ist. Gut, hier gibt es jetzt nichts Besonderes. Schauen wir uns mal Benjamin Köhler an. Uiuiui. Die ganze Sache spulen wir jetzt noch zurück. Auch noch sehen, was genau passiert ist. Beim Anbremsen auf die Wiese gekommen. Und dann, ja gut, dann hast du das Auto nicht mehr unternommen. Dann fliegst du einfach nur ab. Ja, also das ist noch genau der Witz, ja. Du versuchst halt, so viel Strecke, wie es nun geht, mitzunehmen. Je äußer jetzt oder hier noch Glück nach außen. Gehabt, dass er da nicht noch in die beiden reinfährt. Die konnten noch ausweichen. Jetzt kommt er zwischen denen fast raus, weit dahinter. Ja, dann mal schauen, was für ihn noch geht da. Weil er hat jetzt, das wurde jetzt schon ganz schön durchgereicht. Also er hat sein Auto nicht angeeckt, also hat er vielleicht noch alle Chancen natürlich. Er hat Glück gehabt, dass er sich hier nicht noch eine krumme Nase geholt hat. Das war natürlich jetzt, er wollte zu viel des Guten. Einfach hat er zu viel Strecke benutzt, Strecke, die gar nicht da war an der Stelle. Und aber er ist noch dabei, also Glück im Unglück. Also im Moment hat sich hier noch kein Favorit wirklich herauskristallisiert hier zum Zeitpunkt, denn so richtig hier mit Konstanz ist noch keiner gefahren, außer vielleicht Jan Wenninger und Robert Schweder, beide hier auch selbst mit Überholmanövern hier tolle Zweit- und Drittplatzierte. Jonathan Erci natürlich, ja, aber da haben wir schon die eine oder andere haarige Situation auf dem Wien. Ja. Uiui, da kommt wieder der Fehler, da ist er jetzt zu weit rausgekommen, jetzt fehlt ihm der ganze Schwung auf der Geraden. Gab es den Positionswechsel Platz 11 und Platz. In den Platz 11 und Platz 12 James Pett und Andreas Bilak. Ja, Lix, so rum, Entschuldigung. 11 und Platz 12. Oh, Andreas im Diensten von Sauber, James im Force India davor. Gut, jetzt fährt er rüber, weil er weiß, er kann jetzt in den Flügel aufmachen und am besten nicht noch mehr Windschatten geben, als wie der Vorteil jetzt schon ist, aber das reicht trotzdem nicht. Mal wie weit er da weg ist. Nach 11 Runden zum. Ja, ich will nicht sagen, das Fahrrad gelicht, aber es hat sich halt jetzt so ein bisschen gezogen durch die ganzen Fehler, die da jetzt aufgetreten sind. Ich meine, Benjamin Köhler muss jetzt abreißen lassen. Der ist jetzt schon, wir schauen uns das Bild gleich mal von an. Da ist er, Platz 4, da muss man aufpassen, das ist Platz 5, nämlich der Johann Pleck nicht noch rankommt, weil da verliert nämlich immer mehr Zeit. Der hat jetzt vorne auf die beiden Platz 2 und Platz 3, Jan Wenninger und Robert Schweder, hat er nämlich schon 2 Sekunden verloren. Ja, und wir haben eben angesprochen, kurz von den Teamfahrern, das ist nämlich jetzt eben der zweite, ein zweites Team, was sich jetzt hier etablieren will in den ersten
oder in den Top 5, eben durch deinen angesprochenen Johann Black, nämlich Red Bull Racing, jetzt hier auch zweimal vertreten. Also Lotus und Red Bull hier mit den besten Teamwertungen unterwegs. Ja. Ja, das ist ein bisschen vor, einsam. Also, ja, wir sind hier genau, Position 7 sind wir jetzt, Thomas Walter im Williams. Ja, so ein bisschen einsam, das Rennen derzeit, also der ist auch nicht zu beneiden, aber ich muss sagen, ich würde auch nicht jetzt mit unserer Spitzengruppe davon wir haben tauschen wollen, weil da geht es nämlich richtig zur Sache. Platz 5 ist halt komisch, du musst dich da verdammt abreißen lassen. Schauen wir uns gerade mal Platz 5. Da muss irgendwas gegangen sein. Jetzt kommt sogar noch die Attacke von hinten. Wir schauen uns das gerade mal an. Irgendwo muss er hier einen Abflug gemacht haben, weil der war nämlich nur vorne ganz, ganz nah dran am Benjamin. Das ist auf immer so weit hinten. Aber der Benjamin hat es hier wieder. Obwohl, ja. Und das ist schon sehr komisch. Auf jeden Fall kriegt der jetzt Besuch. Und ja, Christian Brosch, der sich jetzt auch mühsam nennt sich das Eichhörnchen, das jetzt wieder vorarbeiten konnte, nach den Problemen, die er hatte, war zwischenzeitlich auch auf Position 11 zurückgefallen. Genau. Wieder kam Position 6, vielleicht schon bei Position 5. Jetzt kommt sogar noch einer da aus der Boxenlasse raus. Ein, das müsste Helmut Hin sein. Im Williams. Uiuiui, und jetzt kommt schon die Attacke. Jetzt wird was außen herum. Es ist eine linke Kurve, Entschuldigung. Ja, da klappt es natürlich noch nicht, aber da hat jetzt Christian jetzt spekuliert. Er braucht doch nicht spekulieren. Da hat er nämlich ganz einfach vom Fehler vom Johann profitieren können. Johann konnte dann nicht wieder aufs Gas gehen, so schnell wie er hofft hat. Er hat einen kleinen Querschläger gehabt und schon hat Christian jetzt sehen wir nochmal zwei von. Jetzt kommt zum der Quersteher und ja, jetzt steuern er sozusagen außen dran vorbei. Ja, das war jetzt clever gefahren von Christian, den Vorder- oder den Vorherfahren da so unter Druck gesetzt und den Fehler damit quasi gezwungen und da jetzt ohne Probleme vorbeigekommen. Aber hier nach wie vor geht es um Position 2 an Wenninger und Robert Schweder, die geben sich hier nichts. Ja, das ist so ein bisschen zur Streitgruppe, weil das Lustige ist, die beiden, die Streitgruppe holt langsam auf den Jonathan auf Abstand, wo vor 2 Sekunden Abstand ist jetzt nur noch 1,6 Sekunden. Also die, trotz dass die es da irgendwie bekämpfen und behagen so ein bisschen, holen sie vorn auf Platz 1. Ja, ich weiß nicht, vielleicht will das Bekämpfen und Behakeln nur auf die, Stazielrade quasi legen, dann können sie vielleicht sogar Boden gut machen, indem sie einfach sich gegenseitig da Windschatten geben und da vielleicht ein bisschen einen Geschwindigkeitsvorteil haben. Ich weiß nicht. Aber das glaube ich nicht. Die werden hier jede Chance nutzen. Vor allen Dingen Robert, das wäre ja perfekt für Lotus, wenn sie jetzt sich hier auf Position 1 und 2 festsetzen könnten. Da könnten sie da richtig taktisch fahren jetzt. Also Robert hier mit der Möglichkeit, zeigt sich mal mir wieder mal, ist also mit der Nase dran und Jan muss hier wirklich in alle Rückspiegel gleichzeitig benutzen, mit rechts, links gucken, natürlich auch nach vorne und darf sich hier nicht in den Fehler leiten lassen. Natürlich, wie gesagt, ich bin so gespannt, was er sich dann reinverlässt. Ich meine, er kann auch einfach abwarten, er kann jetzt warten, bis davon irgendwann mal ein Fehler passiert. Ich sehe gerade, Benjamin kommt da von hinten wieder so ein bisschen angeschwebt. Abschnitt ist jetzt zwar immer noch 2 Sekunden, aber vielleicht kann er jetzt ein bisschen da aufholen. Auf jeden Fall, optisch sieht es näher aus. Aber jetzt ist er doch schon ein bisschen hier dran. Jetzt sind es auf einmal nur noch 1,8 Sekunden. Also hat er jetzt in der letzten Runde 2 Zehntel aufgeholt. Das bin ich mal gespannt, ob der Benjamin dann irgendwie zaubert auf Platz 1 in die Box. Jonathan an Box, kann das sein? Ja. Und in der Box, yep. Also, die Boxenstops werden also. Gucken wir auch mal, was er wieder rauskommt. Ja. Auf Platz 4, Platz 5 kommt er noch vorbei, Christian noch vorbei. Und das müsste aber auch vorhin gewesen sein. Platz 5, Platz. Und doch noch Platz 6, das wird eng. Doch. Ja. Platz 6. Also, Boxenstops wurden natürlich schon eröffnet, da haben wir eben schon Williams gesehen. Aber jetzt von den Top-Leuten, also Jonathan, der Erste, der reingekommen ist. Ich bei den beiden jetzt gespannt, wenn die beiden vielleicht sogar noch zugleich in die Box fahren. Was da jetzt passieren wird. Obwohl jetzt die Möglichkeit. Uiuiui. Ja. Das heißt, also Platz haben wir hier nicht sehr viel. Da müssen die Fahrer wirklich aufpassen. Aber wirklich enorm präzise, perfekt gefahren von beiden bis jetzt.
Und allerdings, obwohl die einfach im Zweikampf sind, dann noch nicht in großartig gehabt. Mal gespannt, wer von beiden in die Box fährt, ob sie vielleicht beide durchfahren oder beide in die Box fahren. Mal beobachten. Einer geht nochmal. Doch, jetzt! Also der Teamkollege von Jonathan geht damit jetzt also in die Box. Also Robert. Da ist aber jemand ganz, ganz langsam in der Box gewesen. Ui, da geht's doch außen herum. Außen herum durch die Boxengasse. Also das habe ich. Es sah aber von Anfang an. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal. Das sah wirklich von innen oder von außen her schon sehr komisch aus. Da haben wir ihn. Guck mal, ein bisschen jetzt ein bisschen nach vorne ist jemand ganz langsam. Guck mal, wie schnell der aufschließt. Der steht ja. Der wollte ja schon vor der Boxengasse abgefertigt werden. Ja, links der Toyota hier offensichtlich ein Problem. Links geht's nicht vorbei, hat er sich recht, jetzt hat er aber rechts auch keinen Platz mehr. Wäre sogar fast noch zu Ferrari gefahren und jetzt geht's doch noch geradeaus weiter. Also so ein Übermanöver habe ich auch noch nicht gesehen. In der Boxengasse rechts vorbei und fast noch in die falsche Box rein, also das ist wirklich Ort am Maximum. Also Thomas Wald interessanterweise. Mit der schnellsten Runde. Ich glaube, das ist auch eben der Will, den du meintest, den wir schon an der Box gesehen haben. Und ich denke mal, mit neuen Pneus läuft das hier für Thomas richtig gut. Also er mit der neuen schnellsten Runde. Ja, schauen wir mal, wie er sich hier den Abstand da jetzt rausbringen kann. Ich meine, diese Boxenstopp-Aktion, die hat definitiv Zeit gekostet. Jetzt alleine, dass dieser Toyota da schon an der Linie abgefertigt werden wollte, so wie es aussah, so langsam wie er da rein ist. Jetzt kommt er rein. Ich denke mal, ja, da wird er nicht vorbeikommen, also das schafft er beim besten Willen nicht. Da wird jetzt wohl der Jan vorn bleiben. Jetzt schon große Sachen passieren. Noch kein Jetzt kommt erstmal rum. Jetzt müsste der Jonathan hinten rum sein. Wird jetzt auf Start und Ziel. Jonathan vorbei. Da haben sich was die beiden Red Bulls noch abgeschossen. Fast beide Red Bulls da hinten noch weg. Ja, und Robert Schwieder, nämlich da jetzt mit der Möglichkeit an Johan Black, obwohl Johan Black muss natürlich auch noch reinkommen. Ja, der muss noch die Box, aber ich meine, das kostet jetzt Zeit, wenn jetzt der Jonas, die sind Teamkollegen. Also Jan und Johan sind beide Red Bulls, die sind Teamkollegen, die können sich absprechen. Hier, halt den Robert mal ein bisschen auf. Du fährst jetzt eh in die Box. Aber für mich ist es Zeit. Da jetzt. Dass er die da jetzt da irgendwie bremst. Schau mal innen, aber auch innen klappt's nicht. Setzt er sich daneben, da muss er natürlich irgendwie vorbeikommen. Irgendwie muss er vorbeikommen. Das ist eine ganz gefährliche Situation, ganz gefährliche Stelle zum Wohnen. Innen, wer steckt zurück? Ja, das geht nicht. Das geht nicht gut hier an dieser Stelle. Aber jetzt hat er vielleicht den Schwung. Jetzt hat er auf jeden Fall mehr Spitz. Ist er auch innen. Jetzt ist er auch ein bisschen Kurve, wo du mehr anderes. Jetzt kann er reinziehen und wenn er jetzt auf der Linie bleibt, dann ist er vorbei. Jetzt ist er vorbei. Aber jetzt wird es schwer. Jetzt muss er ungefähr anderthalb Sekunden aufholen. Auf Jan. Wenn er ranfährt, schauen wir gerade mal auf Platz 8 und Platz 9, weil das ist. Uiui, das ist nämlich ganz, ganz eng. Das hat mir jetzt schon von den Zeiten so angezeigt, dass das ganz, ganz eng ist. Ja, das ist eben Tobias, Tobias Zunker und Thomas Walter, also Thomas Walter hier in Williams. Jetzt verabschiedet sich leider hier. Oh, der. Uiui, da ein Caterham. Verkehrte Fahrtrichtung. Auf jeden Fall der Thomas Walter, um den Gedanken zu Ende zu führen, in Williams unterwegs, der war ja sehr früh reingekommen und jetzt auch mit der schnellsten Rennung, also richtig schnell unterwegs gewesen. Also scheint hier jetzt für den zweiten Stint ganz gut zu sein, früh reinzukommen. Hier hat der Thomas nämlich richtig Boden gut gemacht. Jetzt sehen wir bei Lexus mit der schnellsten Runde, hier der Pilot im Dienst von Force India. Alexis ist auf der 9. Position. Obwohl man vielleicht bald eine Gruppe bilden könnte. Nämlich genau in dieser Position. Ein kleiner Dreikampf. Ich meine, die schießen jetzt so ein bisschen aufeinander auf. Bei der Timo, da kann wahrscheinlich das Tempo von den beiden nicht mitgehen. Derzeit auf Platz 6 dahinter ist Johan Black auf Platz 7 und Thomas Walter auf Platz 8. Also die
sind jetzt so ein bisschen daran aufzuschließen auf die ganze Gruppe. Insbesondere jetzt durch diesen Fehler, den er da gemacht hat, jetzt sind sie nämlich schon ganz, ganz nah dran. Und sie jetzt kann, glaube ich, schon aufmachen. Der Abstand, der müsste gering genug gewesen sein, aber das bringt ihn nicht wirklich was. Doch jetzt zieht er sich sogar richtig gut ran, aber das reicht noch nicht. Jetzt wollte er ein bisschen abkürzen, nicht wahr? Ein bisschen optimistisch gedacht, aber ja. Und einfach dazu, jetzt bekommt er von hinten schon wieder Druck. Das war aber jetzt sehr optimistisch gedacht, dieser Rempler. Also so geht's beim besten nicht, da einfach mal den Vordermann irgendwie, wir nennen es mal fast Go-Kart-mäßig, aus der Kurve rausschubsen. Derweil bin ich hier auf dem Zeitenmonitor und wundere mich ein bisschen. Benjamin Köhler, der Viertplatzierte, hat da schon gewaltigen Abstand von 20 Sekunden auf den Führenden jetzt, Jonathan Erhatschin, und jetzt nicht unmittelbar unter Druck, doch ist er wohl, da habe ich mich jetzt erneut verdrückt, Christian Brosch ist nämlich da auch. Jetzt ist er vorbeigegangen. Ja, na dran, genau. Das Überholmanöver. Also muss man wirklich sagen, das sah schön aus. Guck mal, ob der Konter. Ob der Konter kommt, ich meine, der hupst ihn ja schon an. Da können wir uns wahrscheinlich doch nicht das Replay angucken. Jetzt haben wir da nämlich einen schönen Dreikampf. Jetzt muss er aufpassen, hat er von hinten und muss sich nach vorne orientieren. Also das wird jetzt richtig schwer werden. Die hinteren beiden können jetzt den Flügel aufmachen. Nebeneinander, ja. Ja, beide konnten den Flügel jetzt aufmachen und deswegen hatte der auch jetzt der Williams-Pilot hier nicht unbedingt unmittelbar die Chance, hier vorbeizuziehen. Jetzt aber! Jetzt aber, ja. Das war schon eine ziemliche Überraschung, was der Tage, die er da gemacht hat. Aber es ist noch nicht weit. Timo immer noch mit der Gelegenheit. Immer noch im Heck dran. Also wir müssen jetzt allerdings beide ein bisschen aufpassen, dass sie da vorne den Red Bull da nicht verlieren. Eben, dass sie da nicht den Anschluss verlieren. Wenn sie sich das so sehr behaken, dann kostet das sehr, sehr viel Zeit. Da war schon weit weg. Jetzt hat er abreißen lassen. Ja, Benjamin. Köhler, ich weiß nicht, wir haben jetzt nicht mit der Kamera in der Box gesehen, aber... Hat er irgendwie ein Problem. Ja, scheint er da... Muss in der Box gewesen sein. Ja, in der Box war er. Ja, also hat einen Abstand von... Ja, jetzt sind es 19 Sekunden, holt jetzt vielleicht wieder ein bisschen auf sogar. Jetzt hat er auch der Christian, der ihm nämlich hinten dran hängt, nämlich die schnellste Runde gefahren. Also Benjamin ist jetzt gut beraten, hier schnell zu machen. Das ist natürlich komisch, der war hoch immer relativ nah dran an dieser Gruppe und ist jetzt nach dem Boxenstopp auf einmal 19 Sekunden zurück. Also, ja, wie gesagt, da muss er einen Fehler gehabt oder ein Problem gehabt haben, weil der Christian ist ja auch jetzt dran. Und ich denke mal, hat der Benjamin irgendwo mit Problemen kämpfen. Christian sowieso jetzt gut unterwegs, also eben, wie gesagt, mit der schnellsten Runde. Aber das hat er sich natürlich, haben sich das beide wohl ein bisschen anders ausgerechnet. Die wollten mal beide natürlich vorne da natürlich ein Wörtchen mitgeredet haben, da, wo jetzt eben Jonathan fährt. Ja, aber so ist das halt. Das sah jetzt beim Zweimal nicht relativ gut aus, aber dann die Fehler, die haben sich gehäuft und jetzt bist du halt da, wo du jetzt bist. So ist es. Und Thomas Walter schickt sich jetzt hier an, an Johann vorbeizugehen. Auf jeden Fall ist er gut rangekommen jetzt. Der Timo Mühleisen im Toro Rosso hat er jetzt schon ein bisschen abreißen lassen. Und hier beim Anbremsen sehen wir, das kommt er richtig gut rein. Muss er so ran? Rein nicht. Jetzt stoppt es wieder schlecht. Jetzt Christian Brosch nochmal schnell so das rein. Wir schauen dann gleich nochmal in der Kugel, lassen wir uns mal hier das Start und Ziel an. Flügel geht definitiv auch, da ist er nah genug dran. Schau mal, wie er sich da ransaugen kann. Ab jetzt, ja, ich hätte jetzt eigentlich mehr gedacht, also es ging fast nicht vorwärts da irgendwie. Aufgemacht. Christian Brosch ist auf jeden Fall jetzt 1,3 Sekunden weg, das ist jetzt doch nicht so spannend, das ist noch ein recht großer Abstand, da bleiben wir doch noch ein bisschen bei den beiden hier.
Bin ich gespannt, was der Benjamin für einen Fehler oder was er für ein Problem im Auto hat, aber doch irgendwo mal hängen geblieben ist und sich da ein bisschen irgendwas rumgeschlagen hat, was vielleicht nicht zu reparieren ging in der Box. Das weiß man halt leider jetzt nicht. Das müsste übrigens Jan Riedel sein, in Toyota, Überrundung. Ja, aber Überrundung könnte eventuell, wenn es wirklich ganz, ganz blöd läuft, auch ein Schaden sein. Nein, der macht gut Platz, lässt beide vorbei, also das hat wirklich gar keine Zeit gekostet, wirklich sehr gut gemacht. Jetzt ist er, glaube ich, schon zu weit weg, um den Flügel aufzumachen. Jetzt Benjamin Köhler, schnellste Runde, ist 1,22. 8 ist das? Ja. 22, 8, 8, 3. Also jetzt der beste Konter, den er bringen kann natürlich. Er weiß, Christian kommt da mit Riesenschritten näher oder ist mit Riesenschritten näher gekommen. Beide haben fast identisch gleich die schnellste Runde gefahren. Also da haben sich beide nicht viel getan. Beide jetzt konstant auf einem fast ähnlichem Niveau unterwegs, ja. 1,2 Sekunden Abstand, schauen wir mal, was die nächste, 1,0 Sekunden Abstand, 1,02, also wieder 2 Zehntel aufgeholt im letzten Sektor. Also in dem mittleren Sektor, da scheint Benjamin irgendwie Probleme zu haben, weil da verliert er wirklich sehr, sehr viel Zeit. Ja, also der Weltmeister hat ja das Team gewechselt, ist ja vorher bei Red Bull unterwegs gewesen, also jetzt im Dienst unterwegs, und bei Red Bull haben wir Jan Wenninger, der jetzt ein bisschen ja besser anscheinend in dem Rennen zurechtkommt als Benjamin, jedenfalls hier in Melbourne, obwohl er da unter Druck steht, schon seit Runden, und wird da gejagt von Robert Schweder, den Teamkollegen von Jonathan, den führenden Augenblick. Genau, jetzt ist, glaube ich, der Abstand jetzt ist wieder ein bisschen größer geworden. Also im letzten Sektor ist dann wieder andersrum. Da haben wir da Christian Probleme wahrscheinlich, aber es ist auch nicht wirklich gesehen, dass sie irgendeinen Fehler gemacht haben, was es dann ausgerufen hat. Ich schaue mir mal so ein bisschen die Zeiten an. Also das Feld, das zieht sich so ein bisschen auseinander. Wie gesagt, außer die ersten zwei, die fahren jetzt dazu. Jonathan kann sich ein bisschen vom Jan absetzen. Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2 sind jetzt schon 3,3 Sekunden. Das ist gerade weniger. Ja, gerade sehr komisch. Aus Abstand waren es plötzlich nur noch eine Sekunde bei mir auf dem Sektor. Von daher dachte ich, es wäre irgendwas. Da ist auch irgendwas passiert. Guck mal, wie langsam der davon irgendwie rumfährt. Wo sieht das jetzt bloß von der Kamera so aus? War noch ein bisschen darauf. Ich dachte, es sieht jetzt eigentlich sehr, sehr langsam aus. Vielleicht, oh nein, da kommt doch da hinten ganz schön ran. 2,1 jetzt doch wieder ein bisschen mehr geworden. Vielleicht das Bild dann doch bloß getäuscht. Ja, gut. Da ist Jonathan am Platz 9. Hoppla. Doch jetzt DNF drin. Platz 10. Da ist er. Ja, das gibt's nicht. Also Rennabbruch für ihn. Da jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da noch irgendwas reinkriegen. Das ist ja wirklich unerwartet. Jetzt also der Führende. Der harte Hund, möchte ich mal so sagen, hier aus Melbourne. Der ist so schwer zu überholen, galt also jetzt hier mit dem DNF, also did not finish, hat also das Rennen jetzt hier an dieser Stelle abgebrochen. Nein, also kriege ich jetzt nicht mehr. Das ist natürlich klar, warum auf einmal Jan jetzt auf Platz 1 war. Das hat natürlich alles. Ja, damit jetzt alle Hoffnung des Lotus-Teams auf Robert Schweder. Und ich sehe gerade, er hat einen Disconnect bekommen, hat er jetzt gerade geschrieben. Nein. Ach, das ist ja echt ärgerlich. Das gibt's ja nicht. Also da machst du alles richtig auf der Strecke, nicht wahr? Das Auto spielt mit, es läuft gut, du fühlst dich gut, du bist vorne und dann macht dir quasi das Modem einen Strich durch die Rechnung, die alte Dampfmaschine. Das ist ja. Ja, das ist leid, das ist halt das Problem, was du weißt, im Rennen. Es ist halt wirklich sowas dann den Strich
Bosch die Rechnung machen kann. Ich frage ihn gerade mal, ob er vielleicht Lust hat, das auf ein Interview. Ja. Weil dann könnte er mit zu uns hochkommen. Ja. Kameras sind jetzt weiter auf dem Teamkollegen als auf Robert Schweder. Also Robert Schweder hier richtig toll unterwegs. Kann jetzt, hat jetzt